So, meine lieben Freunde, Hallöchen, Popöchen und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Horizon Forbidden West. Und ja, ich habe ein bisschen umgeswitcht, vor allem weil es jetzt auch im Winter dunkel ist. Dementsprechend habe ich, wie heißt's? Was wollte ich sagen? Dementsprechend habe ich ja mal ein paar Sachen weggelassen, sprich vor allem Webcam und so ein Kram. Da kann ich mich mal ganz entspannt mal hin chillen und fläzen. Ich habe auch mal andere Kopfhörer genommen. Und ja, es ist ein Weilchen her, dass ich das gespielt habe, auf jeden Fall. Dementsprechend muss ich mich mit der Steuerung erstmal wieder ein bisschen zurechtfinden, weil ich ja in der letzten Zeit auch viele Nintendo-Titel gespielt habe. Und ja, solche Sachen. Finde die Ursprünge. Was Relikte, ne? Was ist das für eine Quest? Die Ursprünge, warte mal. Ja, gucken wir mal, ne? Ich probier's einfach mal. Einfach mal ein wenig leveln. Ja, ich habe die Webcam einfach mal ausgemacht in dem Sinne, dass ich es aktuell nicht als brauchenswert ansehe. Webcams und so ein Kram kann man für den Stream nutzen. Beim Let's Play ist es dann doch eher, wenn es primär um das Spiel geht, da würde ich dann auch eher Ruhe bevorzugen. Und ja. Gucken wir mal. Ach, Rotschopf. Genau die richtige. Du kennst sie? Dann sag ihr, dass sie keinesfalls dort rausgehen soll. Der soll mir sagen, was er weiß, bevor ich ihm eine knalle. Oha, immer langsam, Della. Was ist denn los? Es geht um meine Schwester, Uma. Sie ist in die Wüste gerannt. Wir hatten Streit. Ich wollte es am Morgen mit ihr besprechen, wenn wir uns wieder beruhigt haben. Als ich aufwachte, war sie weg. Und nur die Brillenschlange hier hat gesehen, wie sie ging. Aber er will mir nicht sagen, in welche Richtung sie gegangen ist. Du kannst nicht einfach in die Wüste rennen. Du verläufst dich. Und wenn der Durst dich nicht kriegt, dann der verschwindende Schrecken. Weißt du, was mit den letzten Stöberern passiert ist? Nein, weißt du nicht. Niemand weiß das, weil sie nicht zurückgekehrt sind. Was ist mit meiner Schwester? Sie ist ganz allein da draußen. Vielleicht ist sie versunken. Ich frag dich, Rotschopf. Hilf mir, sie zu finden. Na klar. Wenn Boomer sich in der Wüste verlaufen hat, finde ich sie vielleicht. Ich komme mit. Es ist sowieso meine Schuld. Aber... Wo sahst du sie zuletzt? Wenn du mit ihr gehst, hast du eine bessere Überlebenschance.
Ich glaube, sie ist zu den Metallbögen im Osten gegangen. Dann werden wir da anfangen. Los geht's. Na dann. Oh, eine kleine Oase in der Wüste. Schön. So, dann wollen wir mal schauen. Eins nach dem anderen. Aloy! Ich glaube, du kommst einfach genau nicht, zur rechten Zeit. Hier drüben! Weißt du, warum sie zu den Bögen gehen würde? Aloy! Nur um so weit wie möglich. Welch ein großartiger Tag. Großes liegt in der Luft. Oder hab ich wird andere. Es bald? Großes, Sachen gesagt, die man nicht sagt. Sieh her. Jeder macht ich nenne Fehler. Es Morlens fantastischer weißt du, Schwebeballon. Im Anrecht hat sie inspiriert uns von den fliegenden gemacht. Kugeln der Banuk ja, bei ihren Clan-Kämpfen. Hoch da oben bietet dieses großartige Konstrukt ein Spektakel, wie es noch kein Lebender je gesehen hat. Wie zwei Dialoge in einer ohne Last der Schwerkraft Lene ablaufen. Lockt dieses schwebende Leuchtfeuer Leute von nah und fern zu unserem Schauplatz der Wunder und Vergnügen. Aber uns fehlt noch ein wichtiges Teil. Ein mechanischer Brenner. Klein. Fantastisches Design. Allerhöchste Ingenieurskunst der alten Welt. Wir haben ihn gefunden, als wir tief unten weitere Ruinen öffneten und Statuen geflügelter Schlangen entdeckten. Eine solche so Bock auf diese ganze Schatzsucherei gerade. Zweifellos Teil eines antiken Feuerspektakels. Oh, Aloy. Er ist perfekt für den Ballon. Aber ein Schwarm Gräber verjagte uns, bevor ich ihn mir schnappen konnte. Könntest du ihn holen, bitte? Okay, Mollen, du hast mich. Ich bin neugierig. Ich hole ihn für dich. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Okay, okay. Geh dahin, wo wir den Flutschlitzer bekämpft haben, nachdem du das Wasser abgelassen hast. Wenn du unten bist, geh nach rechts und such einen Seitenraum. Die besagte Statue ist hoch oben, bedrohlich wie ein Albtraum. Oh, na dann. Und wenn du lieber sanfter in die Ruinen absteigen willst, nimm den Aufzug. Geh zurück ins Gebäude und dann nach oben. Okay, mal sehen, was ich tun kann. Fantastisch, danke. Ich warte auf deine Rückkehr. So, jetzt muss ich aber erstmal die richtige Quest aktivieren. So, wollen wir mal gucken. Ja, ich finde es halt, wie gesagt, ein paar Sachen finde ich halt schade. Weil das Spiel halt bei manchen Sachen vielleicht zu lang gestreckt wurde, vor allem die Story. Aber auf der anderen Seite können wir uns ruhig mal Zeit nehmen für so ein gutes... Für ein gutes Spiel kann man das immer mal machen. Obwohl sich das hier auch so ein bisschen in Grenzen hält. Wie gesagt, manche Sachen... Damit haben sie einfach ein bisschen zu gut gemeint. Siehst du die Metallkurven, die aus dem Sand kommen? Das sind die Bögen. Müsste doch eigentlich mit einem normalen Fall reichen. Im Sand steckt etwas Schrott. Vielleicht von den Bögen. Ist das Boomers Werk? Aber keine Boomer. Ich suche nach Spuren. Da, Spuren. Sie führen wohl hinaus in die Wüste. Was hast du dir gedacht, Boomer? Hast du Geschwister, Rotschopf? Nein. Du hast Glück. Aber manchmal macht sie mich wahnsinnig. Und manchmal, meistens, weiß ich nicht mal, was in ihrem Kopf vor sich geht. Aber ich hab doch nur sie. Hoffentlich finden wir sie. Werden wir. Ja, die Frage ist nur wie, ne?
Ob nun tot oder lebendig. Ich bevorzuge ja lebendig mehr. Sekunde. So. Hoffentlich ist sie nicht darunter gegangen. Ist aber ein komischer Laufweg, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Spuren enden hier. Aber anscheinend hat Uma Fallen aufgestellt. Überall Sprengstoff zu verteilen, klingt auf jeden Fall nach ihr. Aber wo ist sie? Wenn wir die Maschinen loswerden, finden wir es vielleicht heraus. Ist doch schon längst alles gegessen. Hat's aber gut gemacht. Musst du nachladen? Hier! Bumas Fallen sind echt praktisch. Fuck. Ja, wenn man gut ausweichen kann, kein Problem. Dieser Lümmel! Uma! Bist du da? Nichts. Sehen wir in den Ruinen nach. Vielleicht finden wir raus, wo sie ist. Es lief nicht mal schlecht. Ja gut, ich habe auch auf einfach gestellt, weil es einfach... Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich glaube, die Fallen lasse ich mal. Wer weiß, ob ich die... Ja. Für den Rückweg brauche. Ich hoffe nur, dass meine Begleitung da nicht reinrennt wie so eine Bekloppte. Autsch. Ja. Ein kleines Lager. Oh nein. Ich kenne diesen Hammer. Das ist Bumas Lieblingshammer. Wenn sie ihn verliert, macht sie immer einen riesen Aufstand. Sie würde ihn nie liegen lassen. Vielleicht musste sie wegrennen, als die Maschinen kamen. Oder noch Schlimmeres? Hey, das wissen wir nicht. Sehen wir uns mal um. Vielleicht hat sie noch eine Spur gelegt. Halte durch, Boomer. Wir kommen. Das ist aber ein interessanter Name für Boomer. Irgendwelche Spuren? Ja, ich bin noch am Gucken. So. Sie ist wohl zu den Hügeln gegangen. Na dann los! Gibt's hier sonst? Ist hier sonst noch was? Nee, ne? Thank you.
Auf der Klippe liegt eine Art Wrack. Wie ist Buma darauf gekommen? Ah, eine kaputte Leiter. Sie muss unter Bumas Gewicht zerbrochen sein. Und wie kommen wir jetzt darauf? Ich würde sagen, Wand, ne? Hier lang. Gut. Also rauf auf diesen Fels. Vorsichtig, nicht die Hände einfärben. So, ich will mal. Wo jetzt der Glanz ist, den höre ich doch schon. Frage ist nur. Wie geht's dir, Della? Toll! Ja! Einfach! Der Felswand festklammern. Ich glaube, die hat leicht Höhenangst. Was war das hier? Weiß nicht. Sieht aber verlassen aus. Eine Werkbank. Oh, Waffen-Upgrades. Na okay, Speer, ne? Ist jetzt auch nicht so... Komm, dann haben wir's. Und irgendein Gerät. Gehört es Boomer? Anscheinend wurden Bauteile entfernt. Sie wollte hier oben daran rumbasteln, nachdem Maschinen in ihr Lager bei der Ruine gekommen sind. Aber wohin ist sie dann gegangen? Das Wrack da unten sieht gut aus. So wie ich Boomer kenne, kann sie einem glänzenden Schrotthaufen nicht widerstehen. Komm, schauen wir uns das da unten mal an. Na dann. Soll ja nichts Schlechtes bedeuten. Woran hat Puma wohl gearbeitet? Wahrscheinlich an gar nichts. Sie bastelt einfach gerne. Kann die Finger nicht stillhalten. Glaub mir, ich hab's versucht. So, ich hab keine Ahnung, ob ich Geier brauche oder nicht. Na, ich befürchte nur, wenn sie Sachen braucht. Ich hab's bis jetzt immer noch nicht geschafft, mal so großartig aufs Screen abzugrasen oder zu farmen oder sowas. Dementsprechend, ja. Mal schauen. Wie weit wir kommen. Guck mal. Am Fuß des Wracks. Werkzeuge. Sie hat noch etwas zum Basteln gefunden. Sehen wir uns das mal näher an. Also es ist mir nicht möglich. Sie hat hier an etwas gearbeitet. Aber wo? Vorm Hammerstein nicht runtergucken können. Boomer? Muss fertig werden. Boomer! Was machst du da? Zu spät. Boomer, was hast du getan? Das ist doch jetzt egal. Da kommen sie. Hier, du brauchst genug Munition.
Jo. Kriegen wir hin. Ja, guter Treffer, Buma. Super. Ja, auf normal ist es halt. Macht zwar Spaß. Ja, Herausforderung hin und her. Buma, was hast du dir gedacht? Die Maschinen hätten dich umbringen können. Frequentier, okay. Aber wenn ich Buma nebenher noch Dingsbums machen muss, dann wird's. Okay. Buma! Boomer! Boomer! Herrlich. So, wunderbar. Hey, Boomer? Ja? Deine Schwester hat sich Sorgen um dich gemacht. Hör zu. Du bist bestimmt immer noch wütend. Aber du kannst nicht so einfach in die Wüste laufen. Ich bin nicht gelaufen. Und ich bin nicht wütend. Bist du nicht? Nein. Warum sollte ich? Wegen unserem Streit. Weil du weggelaufen bist. Bin ich nicht. Du hast mich verlassen. Würde ich nie tun. Du bist meine Schwester. Ich hatte eine Idee. Also wollte ich Teile suchen. Siehst du? Eine Waffe. Hier kommt nur die Ladung rein. Das Geheimnis sind die Sprengscheiben. Schieß eine auf eine Maschine und boom, peng. Und dann kommt sie zurück, bis du sie oft genug schießt. Und dann macht sie boom. Also, das hoffe ich. Gerade kommt sie noch nicht zurück. Oh, lass mal sehen. Der Stift ist locker. Deshalb. Wickel etwas Kabel hier drum. Fertig. Rotschopf, probier's mal. Nein, warte. Nimm die große Maschine. Hier lang. What? Und weg ist sie. Bist du nicht wegen unserem Streit weggelaufen? Nein. Aber du hast mir gar nichts gesagt. Du hast geschlafen. Warum Nein, hast du mich nicht geweckt? Was zum Sekunden. Okay, mein Kabel war nicht richtig am Switch drin, weil der ein bisschen weil er sich ein bisschen bewegt hatte. Okay. Du wolltest erst am nächsten Tag darüber reden. Naja, ja. Nein, hier aber lang. Ich meinte, Juhu, das nicht wirklich. Sie ist wieder da. Was? Auf die große Maschine. Ich habe keine Ahnung, warum die sich jetzt so gefreut hat, aber kann man mal machen. Ich glaube, mein Vorrat ist voll genug. Wie bist du in die alte Ruine gekommen? Hab sie gesehen, als wir aus nirgendwo weg sind. Und du hast dir den Weg gemerkt? Yep. Na dann, will ich den Mädels mal Hinter folgen. Hinter welcher großen Maschine sind wir her? Wart's ab. Hier ist aber nichts. Pass auf. Tada! Verschwindende Schrecken.
Wir bleiben hier oben, Roger. Zeig dir, was ich mache. Das muss Boom machen! Warum hat die mich getroffen? Hey, benutzt den Werfer! Mach ich doch! Er hat gesessen. Ja, natürlich. Einfach mal unterm Boden, ne? Du schaffst das! Autsch! Ja, viel Damage mache ich mit dem jetzt nicht, ne? Ja, natürlich. Wollen wir mal gucken? Skillsystem passt so gut wie gar nicht ins Spiel. Irgendwie habe ich gerade Probleme mit meinem LAN-Kabel. Ja gut, machen wir nach dem mach ich nach der Aufnahme. Den hier, das hat mir die Waffe gar nicht gegeben. Die Viecher sind echt ein bisschen übertrieben. Kannst du sagen, was du willst. Ich hasse die... Natürlich. Was zum... Man kann es übertreiben.
Was zum Geier ist mit dem Vieh los? Die Hexer sind scheiße. Ich mag diese Kämpfe gegen die Viecher nicht. Die haben sie einfach zu schwer gemacht. Total unübersichtlich. Auf normal wäre ich schon tausendmal verreckt. Nein, sorry, aber einfach nein. Das war spitze! Kann ich den jetzt auch wieder abgeben? Ich fand, mit meinem Scharfschussbogen kam ich besser klar. Naja. Explodierende Funken, fliegendes Metall, baboom! Vor allem nervt das mit diesem scheiß Mut. Alles okay? Seit wir aus dem Anrecht weg sind, dachte ich, die ganze Zeit, wenn sie mit dem Sprengstoff aufhört, wird alles besser. Und nach eurem Streit dachtest du, du wärst zu streng mit ihr gewesen. Damit habe ich auch daneben gelegen. Sie sieht die Welt anders als ich. Ich sehe ein Problem. Sie sieht eine Lösung dafür. Schätze, das ist okay. Ohne dich hätte ich sie nicht zurück. Sie hat Glück, dass sie dich hat. Was die Waffe angeht, behalt sie. Als Dankeschön. Wollen wir heimgehen? Ich glaube, ich hatte gerade eine Idee für einen neuen Prototyp. Einen Explosiven? Aber klar. Ja! Mach's gut! Ach ja, die sind schon knuffig. So, ich würde sagen, macht's gut, Leute. Oh, es gab gut Fähigkeitspunkte. Warum nicht? Dann haben wir hier alles schon immer voll. Super. So, und dann bis zum nächsten Part. Tschüss.